Hallöchen, zurück zu einer neuen Folge XCOM Enemy Unknown. In der letzten Folge haben wir unseren ersten Sea-Soldaten ausgebildet und auch gleich mal einen Gegner mit dem miesen Trip getötet. Was uns jetzt erwartet, ist eine Entführung durch Aliens und die werden wir jetzt auch direkt mal in Angriff nehmen. Jetzt muss ich aber gerade mal kurz schauen, wie unsere Lage hier ist. Nach Großbritannien kann ich einen Satelliten schicken. Nach Argentinien auch, nur nach Japan nicht. Das heißt, wenn jetzt ein asiatischer Auftrag dabei ist, dann gehen wir jetzt nach Asien. Da ist aber keiner. Das bedeutet, wir gehen natürlich nach Großbritannien, weil die haben nämlich große Panik noch. So, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Sind auch alle da? Ja, es sind alle da. Dann auf geht's. Strike One. Bereit machen zur Landung. Ah, oh, okay. Demon 5 wurde bewaffnet. Ich dachte gerade, da kommt das Geräusch her. Beginne den Angriff. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle... Alles klar. Alle Feinde ausschalten, das klingt doch mal spaßig. Genauso wie immer. Na, ich hoffe bloß nicht, dass wieder so Riesengegner kommen. Hier spricht Big Sky. Was ist? Jetzt läuft da Musik irgendwo. Oh, wenn da Musik läuft, dann muss ich da hin. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Läuft hier irgendwo Musik? Man hört noch nichts, schade. Oh, sonst wäre ich da hingegangen. Ich finde die Musik immer so super, super hier. Aha, schwere Schweben. Prozent, ja, der andere hat auch 70. Ah, oh, sehr schön. Machen direkt mal kaputt. Ja, die Musik im Hintergrund so gut. Okay, die haben keinen Sichtkontakt. Gehst du hier hin? Siehst du den? Ja, du siehst den. Dann gehst du jetzt mit 55% mal her und schießt mal auf den. Daneben. Aber Holo-Zielen drauf. Das heißt, wenn du dich hier hinstellst, siehst du den vielleicht und hast eine 69%ige Trefferchance. Probier's. Getroffen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, Truppsicht aktiviert. 95, machen weg. Und dann immer die Musik im Hintergrund, das ist so cool. So, dann kannst du hier hingehen. Und du mit deiner Legierungskanone gehst da hinterher. Da hinten sind noch ein paar schwere Schweber. Jetzt haben sie mich auch gesehen. Okay. Da kommt nichts mehr danach. Der andere war 100%. Das andere ist auch nur normaler Schweber. Das sind nur normale Schweber. Mach die mal weg. Die hatte ich auch schon lange nicht mehr. So, du kannst dann hier hin. Du kannst hier einen Feldposten machen. Ja, was ich mit dir mache, weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich glaube, mit dir stelle ich mich hier hin. Und mit dir gehe ich hier hin. Und dann kann ich mal versuchen, vielleicht treffe ich den, ja? Und töte ihn mit 61% könnte? Jawohl. Das war doch mal gar nicht so schlecht jetzt. Aber es sind irgendwie auch nur die schwachen, also in Anführungsstrichen schwachen Schweber. So, dann rücken wir mal weiter. Vielleicht nicht auch nicht Feldposten machen kann. Ja, ihr geht jetzt nämlich mit dem hier mal. Ich mache jetzt zwei Dreier-Teams. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich den da hinwerfe. Ob ich da was sehe. Aha, ein paar schwere Schweber. Das ist doch mal nicht schlecht zu wissen, dass die da noch sind. Oh, da ist ein Berserker. Okay. Ja.
Ach, der kommt jetzt von oben. Okay, das ist schlecht. Okay, Moment. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Okay, Leute. Alle Mann weg von der Wand. Weil das könnte jetzt gleich sonst in die Hose gehen. Dran hat er leider keinen Schutz. Dann stelle ich dich jetzt gerade mal dahin. Weil ich weiß jetzt gerade sonst nicht, was ich tun sollte, wenn der jetzt von oben runterspringt und mal direkt eine verpasst. Den Gefechtsscanner würde ich aber gerne trotzdem aufs Dach werfen, einfach nur um zu schauen, wo er dann hinläuft. So. Da hinten sind die schweren Schweber. Zack, und da ist der Berserker. Alles klar, wir sehen ihn also. Okay, der kommt also jetzt gleich da runter. Aber leider nicht getroffen. Der trifft aber. Wie der da runterklettert. Das glaube ich, habe ich auch noch nie gesehen. Alles klar. Leider nicht getroffen. Ach, gibt's doch gar nicht. Da kommen jetzt die Mutants raus, genau. Die kriegen jetzt auch erstmal einen ab. Zumindest der eine. Sechs Schaden. Mhm. Hopp, töte ihn. Sag mir nicht, du hast das Auto in Brand gesteckt. Nein, hast du nicht, gut. Was machst du? Du schießt. Der Sprit geht gleich hoch. Das heißt, ich muss mich jetzt auch noch umpostieren. Oh Gott, die ganzen schweren Schweber. Was machen wir mit denen? Ja, am besten töten, ne? Das wäre das Einfachste. Ich irritiert es immer, wenn die Kamera so ein bisschen woanders hinläuft. Und man sich dann so denkt so, was möchte das Spiel mir damit sagen? Sehr schön, dann kannst du nämlich nächste Runde nachladen. Da ist nämlich dann kein Gegner mehr da. So, wir haben hier einmal 95%. Und hier 65. Nee, 95 ist mir deutlich lieber. Weil du den nämlich sowieso kaputt machst. Fahrzeug brennt, das ist schlecht. So, Moment, dann gehst du dahin. Du gehst. Ah, das ist schlecht. Du kannst dich mal hier hinstellen. Da wirst du von allen Seiten gut geschützt. Musst auch nicht weiterlaufen. Was ich mit dem jetzt machen könnte, weiß ich noch nicht ganz. Hier gibt es keinen Schutzbereich, wo ich. Also keinen Bereich, wo ich hingehen könnte. Ich habe ja aber diese Fähigkeit zum Glück. Könnte dem einfach mal direkt vor die Nase laufen. Und dann mit 100% abdrücken. Was hältst du davon? Klingt doch gut. Bei 15 kritischen Schaden überlebt man nicht so leicht. Und einen Feldposten können wir auch noch machen. Ja, und Zug beenden. Die Autos sind Schrott. Du lädst erstmal nach. So, was ich jetzt überlegen muss ist, stelle ich mich mal wieder hier hinten dran, damit ich vielleicht die schweren Schweber sehe. Dahin könnte ich mich auch stellen, aber das ist halt mein Sniper, das ist ein bisschen... Weil er Rückendeckung kriegt von dem hier, den stelle ich mal dahin. Und wirf mal deinen Gefechtsscanner dahin. Damit wir sehen, wo die Gegner hin sind. Okay, wir sehen nichts. Schade. Na gut, dann gehe ich mit dir einfach mal außen rum.
wählst ja sowieso viel aus. Und du kannst hierhin. Und lädst mal nach. Fertig und bereit. Moment, muss ich auch noch was geben. Du lädst nach. Und du auch. Oh yeah. Was machen wir? Ja, da ist das schwere Schwimmer jetzt hin. Ja gut, er trifft natürlich. Aber leider nicht gesehen, wie viel Schaden ich bekommen habe. Hätte ich jetzt aber schon gern gewusst. Oh, doch, ein bisschen Schaden habe ich bekommen. So, dann gehst du hier hin. Du kannst nämlich heilen. Nicht bewegen, das wird wieder. So. Alles gut. Ja, dann gehe ich mit dir jetzt mal da rein. Ja, dann gehst du nämlich mit dem Typ mit der Schrotflinte mal außen rum. Der Typ kann hier hin. Und du kannst... Nur ich muss mal drehen kurz. Dahin. Jetzt wird die Tür eingetreten. So, du kannst den einen ja sehen, ne? 75% reicht aus, um... was zu tun? Ihn zu treffen. Und erneute 75%, ne, 85% jetzt reichen aus, um ihn zu töten. Durch die Wand durch. So, hier laden wir nach. Und hier machen wir Feldposten. Und hier machen wir mal einen kleinen Schritt nach vorne. Machen auch Feldposten. Ja, das war gut, dass ich da Feldposten gemacht habe. Treffer, 10 Schaden. Und Treffer. Tot. Alter, fliegt der. Der fliegt aber echt weit weg. Und der zweite hat sich da direkt nebendran gesetzt. Alles klar. So, Moment. Was haben wir denn mit dir hier? 75%, ja, probier mal. Und töte ihn, genau. So wollte ich das. Perfekt. Das war genau so, wie ich das wollte. Alles gut gelaufen. Panik in Argentinien. Okay. Ich glaube, meine Satelliten sind ja sowieso bald fertig. Aber ich muss eigentlich mal schauen, dass ich mit dem einen... ein paar miese Tripkills machen. Wenn alle unsere Einsätze so gut verlaufen wie dieser, haben die Aliens keine Chance. Wie mache ich denn das? Mal schauen, wie wir das machen. Panik, ja, okay, so. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, okay, das denke ich mir. Lagezentrum hätte ich jetzt aber trotzdem gerne. Argentinien ist ziemlich angepisst gerade. Okay, mein Spiel leckt gerade hart. Jetzt geht's wieder. So. Satelliten in 5 Tagen fertig, der Ratsbericht ist erst in 15 Tagen. Das passt perfekt. Dann machen wir hier direkt mal weiter. Brauchen den nächsten Auftrag, ne? Ja, goodness. Größe ist sehr groß. Okay, hau rein. Sehr groß ist nie schön. Sehr groß ist nie schön. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Was haben wir denn? Zielen und Manöver. Alter, was ist denn das für ein Ding? Ja, okay. Mein Mini Firestorm macht den Riesenschlachtschiff kaputt. Bericht verlassen, ja. So, was haben wir denn da? 23! Ja, und natürlich von allem etwas. Boah, scheiße. Ja klar, müssen wir machen. Machen wir direkt. Da können wir gleich mal ein paar miese Trip-Skills, Kills machen, nicht Skills.
Was mir aufgefallen ist, ist das. Doch, wir haben einen Pulsbogen dabei, okay. So, dann starten wir einfach den Einsatz. Ja. Wir landen. Wo sind wir denn? USA sind abgestürzt. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Anscheinend sind die Aliens in einem dünnen... Bin mal gespannt, was für ein Riesenvieh das ist, ein UFO. Oh shit. Wir landen auf dem UFO. Es ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Gemessen am Aufprall scheint das Schiff aber in einem guten Zustand zu sein. Wir wissen nicht, was uns im Inneren erwartet. Sie sollten aber so schnell wie möglich auf die Brücke gelangen. Ach du heilige Kanone. Das ist jetzt... Okay. Ja. Weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Dahin Sniper. Und dahin einen anderen Sniper. Und... Ihr könnt hier hinten dran gehen. Und, nein, du nicht, sondern du kannst da hinten dran gehen. So, ja. Feldposten. Gefechtsscanner, um da durchzuwerfen. Schauen, was wir da auf der anderen Seite sehen. Verschaffe mir eine Übersicht. Was haben wir denn da? Eine Disk-Metrone. Okay. Alles klar. Feldposten. Und... Können wir vielleicht sogar direkt noch einen Raum weiterwerfen? Können wir tatsächlich. Probier das mal. Wir beobachten das Zielgebiet. Bin gespannt, ob das funktioniert. Perfekt. Dann sehen wir nämlich gleich, wenn wir rauskommen, auch ob da noch was ist. Ja, die sind jetzt woanders hin, das habe ich mir fast gedacht. Ups. Ach so, bis nach da hinten. Okay. Mache ich auch immer. So, dann können wir das ja aufmachen, wenn da keiner mehr ist. Und können im Prinzip bis zur nächsten Tür durchlaufen. Lol, warum macht der jetzt die Tür auf? Gut, aber er hat keinen gesehen. Dann ist okay. Dann ist das jetzt nochmal noch gut gelaufen. Die ganze Zeit das Geräusch von dieser Disk im Hintergrund. Das macht einen voll fertig. So, auch hier hinten hin. Das ist echt schwierig gerade, weil die müssen da nur mit Mutons oder sowas kommen und dann Granaten reinwerfen. Und dann haben wir schon ziemlich die Arschkarte gezogen. Aber ich muss da jetzt mal hinterher jetzt. Damit wir in der nächsten Runde auch alle rauskommen. So, du machst Feldposten. So. Ach so, die Disk ist da drüben. Das ist gut zu wissen. Ich wusste gar nicht, dass sie da hinten sein kann. Okay, also das wird was Größeres wahrscheinlich. Oh shit. Na gut, wir werden sehen. So, dann gehen wir jetzt erstmal schauen, wo wir denn überhaupt hingehen können. Geh du mal scouten. Feind in Sicht. Okay, da sind Mutons. Okay. Was hast du für eine Prozentchance? 90 und 70. Schieß mal auf den mit 90. Gut. Einen schon mal weg. So, nein, das sind die Sniper. Mit denen kann ich hier noch nicht wirklich viel anrichten. Deswegen kann der eine Sniper mal hier hin. Warte mal kurz. Dann gehst du mal dahin. Mach's mal Feldposten. So, der hier. Kann hier oben hin.
Du kannst hier hin. Du bist der Typ mit miesem Trip, gell? Ja. Dich setze ich nämlich jetzt hier vorne zu dem anderen. Du musst jetzt ein bisschen an die Front mitkommen, damit du auch, ich sag mal, helfen kannst, wenn es darum geht, deine Psy-Kräfte einzusetzen. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich am besten rumgehe. Weil das Raumschiff breitet sich in alle Richtungen aus. Das ist, boah, echt riesig. So, die Drohne leider nicht getroffen, sondern die eigene Deckung weggeschossen, so wie ich das gerade sehe. Ja, die eigene Deckung weggeschossen. Jetzt schauen wir mal, wo die Drohne denn... Ach so, ja gut, dann... So, 70%, warte mal. Wie sieht's denn aus, wenn wir erstmal mit unserem Kollegen Tuncho hier drauf schießen, der dann Polo-Zielen drauf macht? Oder sie einfach direkt platt macht? Hallo? Was? Na gut, der ist nur ziemlich tief gefallen, würde ich sagen. Du siehst noch die Drohne, okay. Aber da nur du die Drohne siehst, ist das auch relativ Wurst. So, warte mal. Kannst du jetzt eigentlich mal hier hinlaufen? Hier ist auch Mauer, genau. Kannst du theoretisch mal dahin laufen? Ach, Moment, das war der Sniper, verdammt. Mit dem muss ich wieder zurücklaufen. Ach man, ein bisschen aufpassen muss ich eigentlich schon. So, Feldposten. Du bist nicht der Sniper. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe aber im kompletten Team hier rum. Das heißt, einmal hier rüber bitte. Du gehst hier hin. Du kannst hier noch Feldposten machen. Und dann haben wir schon alles. Sie wollen sich zurückziehen. Ziel erfasst. Daneben geschossen. Alle daneben. Okay. Super. Achso, die können auch da oben drauf stehen. Ja, das ist natürlich extrem praktisch. Das ist natürlich super. Auf die Seiten auf. Ja, komm. Die Drohne da, die werdet ja wohl ein bisschen... Werdet ja wohl überleben.